Also das erste Mal Alkohol habe ich mit 14 getrunken. Am Abend 4, 5, 6 Flaschen Wein, Champagner. Teilweise an einem Tag 5 Bier und eine Flasche Rum. Dass man halt total betrunken war, dass man nicht mehr wusste, was man tut, mit wem man was tut. Das war normal, nichts, wofür man sich geschämt hat. Also wenn ich in eine Bar gehe, dann ist das für mich automatisch in meinem Kopf verknüpft, dass ich mir ein Bier bestelle. Auch weil die Freunde alle als erstes hingehen und sich ein Bier oder ein Getränk bestellen. Ich habe viel, viel, viel vertragen. Jetzt ist Schluss. Jenny ist 14, als sie das erste Mal Alkohol trinkt. Kirschbananensaft mit Rum auf einer Geburtstagsparty. Ab dem ersten Schluck trinkt sie immer häufiger, kauft selbst ein. Mit 15 trinkt sie sogar im Unterricht Wodka in der Wasserflasche. Am Anfang war es, weil es einem angeboten wurde und um dazuzugehören und zum gewissen Teil auch aus Langeweile, glaube ich, weil man dann einfach an allem mehr Spaß hatte und der Rausch auch angenehm war und das einfach dazugehört hat und ich das Gefühl hatte, dann besser anzukommen auch. Ja. Auch Anna hat schon mit 14 ihren ersten Rausch. Ihr Bruder nimmt sie mit zum Feiern. Also ich fand es sofort super, das Trinken. Der Alkohol hat mir dann sofort geholfen, mich zugehörig zu fühlen und mich zu entspannen. Und es war plötzlich alles lustig. Ab dem ersten Schluck hat Anna jedes Wochenende einen Blackout. Ihre Eltern schauen zu, der Vater trinkt weiter sein Feierabendbier. Dazugehören zur Clique wird für sie immer wichtiger. Mein Freundeskreis war ein sehr alkoholischer Freundeskreis. Alkohol spielte immer eine Rolle. Alkohol spielte vor allem am Wochenende eine Rolle. Mit Partys, mit verschiedenen Cliquen bei uns auf dem Land. Und da war das ganz normal, dass man da am Wochenende einen Kasten Bier gekauft hat oder zwei. Oder jeder hat einen mitgebracht. In die Kinder- und Jugendpsychiatrie der LMU München kommen auch manchmal Kinder mit Alkoholproblemen. Die Kinder, die viel konsumieren und regelmäßig konsumieren, kommen aus allen Schichten, aber überwiegend häufig auch aus der mittleren und aus der oberen Schicht. Wir sehen als einen wichtigen Punkt, dass das Einstiegsalter in den Alkoholkonsum deutlich geringer geworden ist. Das heißt, dass mit 12 Jahren schon Kinder und Jugendliche regelmäßig Alkohol konsumieren. Dann schauen noch die Eltern dazu und kaufen vielleicht noch den Alkohol. Das, glaube ich, ist ein großes unterschätztes Problem. Studien der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung belegen, Jungs trinken häufiger als Mädchen. Das Jugendschutzgesetz erlaubt den Kauf von Bier ab 16, hochprozentiges erst ab 18. Ich wurde nicht kontrolliert, konnte mir das Bier und den Wein einfach im Supermarkt kaufen, auch mit 14 schon tatsächlich. Und dadurch hatte ich quasi unbeschränkten Zugang dazu. Dadurch wurde das immer regelmäßiger und es ist tatsächlich auch keinem Lehrer aufgefallen, dass ich im Unterricht Alkohol getrunken habe. Ich habe 10 Bier oder auch Schnaps in größeren Mengen alleine getrunken. Ich habe viel, viel, viel vertragen und das entsprechend auch jedes Mal ausgereizt. Und am Ende ging es schon sehr früh Richtung Blackout. Dass man halt total betrunken war, dass man nicht mehr wusste, was man tut, mit wem man was tut, wo man überall war. Das war normal und das war auch nichts, wofür man sich geschämt hat, sondern für mich war das super praktisch, weil ich schon immer das Problem hatte, dass ich mich fehl am Platze fühlte. Und so konnte ich mir einen Platz ertrinken. Am letzten Abend, an dem ich Alkohol getrunken habe, stand ich dann plötzlich vor meiner Wohnungstür und ich weiß bis heute nicht, wie der Hund dann letztlich zur Polizeistelle kam. Ich weiß nicht, wie ich nach Hause kam. Ich weiß gar nichts. Am nächsten Morgen, als ich aufgewacht bin, war das für mich der Punkt, an dem ich gemerkt habe, jetzt ist Schluss. Dass sie im Rausch nicht mehr in der Lage war, Verantwortung für ihren geliebten Hund zu übernehmen, schockierte Anna sehr. So sehr, dass sie aufhörte zu trinken. Weil sie nie körperlich abhängig war, sondern eher mental, versucht sie den kalten Entzug daheim. Auch Jenny kommt irgendwann ins Nachdenken. Mit 16 beginnt sie eine Therapie wegen Depressionen. Mit 19 wird ihr klar, sie ist alkoholsüchtig. Um gesund zu werden, besucht sie die Jugendgruppe der Selbsthilfeorganisation Blaues Kreuz. Das ist wirklich schwierig und braucht sehr viel Zeit, an den Punkt zu kommen, ganz ohne Alkohol zu leben. Und wenn ich mir jetzt vornehme, komplett aufzuhören, dann ist es ein sehr unrealistisches Ziel. Ihr Wunsch, kontrolliert trinken zu lernen,
Also an manchen Tagen gar nichts zu trinken, an den anderen wenig. Ein lebenslanger Kampf, wie viele Alkoholkranke wissen. Wie ihre Treffen mit Freunden ablaufen sollen, plant sie nun vorher. Also ich schreibe meinen Freunden vorab auf WhatsApp, dass ich an dem Tag keinen Alkohol trinken möchte und dass sie mir auch keinen anbieten sollen. Und dann respektieren die das und halten sich auch daran. Jenny möchte ihre Freunde nicht verlieren. Weil diese sich oft in einer Kneipe treffen, wo Alkohol immer da ist, möchte Jenny nicht ganz aufhören. Das akzeptieren die anderen. Jeder hat sowieso das Recht, selber zu entscheiden, ob er trinken möchte oder nicht. Für mich ist es natürlich gut zu wissen im Vorhinein, dass sie nicht trinken möchte. Dann biete ich ihr natürlich auch nichts an. Aktuell ist mein Ziel, an 2 bis 3 Tagen gar nichts zu trinken und ansonsten nur geringe Mengen. Und vor allem, dass ich keine extremen Rauschzustände mehr kriege und keine Panikattacken und mich nicht übergeben muss, keine Filmrisse kriege. Manchmal ist es nur ein Bier oder auch nur ein halbes. Manchmal sind es auch 5 Bier. Letztendlich ist es so, Alkohol ist ein Gift. Das wirkt sich zentral nervös auf ganz unterschiedliche Neurotransmittersysteme aus, aber auch auf andere Organe. Ich glaube, dass viele Leute die Gefahr des Alkohols massiv unterschätzen und das sowohl in der Öffentlichkeit als auch in der Politik, weil immer wieder auch gesagt wird, ein Bier trinken wäre kein Problem. Das ist immer die Frage der Perspektive. Aus Kinder- und Jugendperspektive ist es ein großes Problem. Im Gegensatz zu Jenny hat Anna komplett aufgehört zu trinken. Nach 22 Jahren Sucht. Mithilfe der Gemeinschaft der anonymen Alkoholiker. Anfangs hat sie fast täglich ein Treffen besucht. Bald ist sie ein ganzes Jahr trocken. Ich habe meinen Freundeskreis gewechselt, wechsle jetzt auch den Wohnort, habe mir neue Freunde auch gesucht und natürlich auch mir versucht, neue Hobbys zuzulegen. Gerade jetzt im Winter puzzle ich sehr gerne. Ich mache viel Yoga, grundsätzlich viel Sport. Das ist wirklich jeden Tag bekomme ich live mit, weil ich dabei bin und nicht, weil irgendein Alkohol mir die Sicht vernebelt.